Hallo YouTube, ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4 und wir checken jetzt erstmal hier ganz kurz alles erstmal wieder ab. Unsere Munition ist voll, das ist schon mal sehr gut. Kaufen und anpassen, Heilspritzen, ja, können wir wahrscheinlich später dann noch selber herstellen, brauchen wir erstmal nicht, zumal wir auch gerade nur knapp 33.000 Kyrat auf der Tasche haben. Naja, wie auch immer die Währung heißt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Check nochmal alles ganz kurz hier durch. Die Waffen sind soweit auch angelegt, das ist schon mal sehr gut. Ja, einzigartiges. Ich war am Überlegen, jetzt in den letzten Stunden mehr oder weniger, ob ich mir die Stormer nicht vielleicht doch kaufen soll. Und wir werden erstmal ein bisschen sparen. Und ich denke mal, dann werden wir uns die Stormer definitiv leisten. Werden dann natürlich hier auch noch die restlichen Karten noch kaufen, wo wir dann natürlich auch noch ordentlich Kohle brauchen. Aber alles nach und nach, das werden wir definitiv noch hinkriegen. Wir verlassen jetzt erstmal die Hütte hier und checken jetzt hier draußen erstmal alles ab. Wo, Fähigkeiten. Ach so, ja, wir haben noch zwei Punkte übrig. Richtig. Und zwar, okay, die beiden haben wir schon mal gelernt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Messerwurf Takedown. So, was haben wir hier noch? Starte mit RS ein Takedown auf einen Gegner und drücke dann LT, um seine Waffe zu nehmen und andere mit RT abzuschießen. Okay, stellt sich die Frage, inwiefern wir da selber dann auch noch zielen müssen, was wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist. Okay, das stelle ich mir auch sehr angenehm vor. Falls es dann doch mal irgendwie kritisch werden sollte oder wir uns relativ beeilen müssen, das wäre dann ja in dem Falle von Vorteil. Beim Sprinten nachladen. Okay. Bewegliche Zielziele und schieße mit deiner Seitenwaffe, während du eine Leiche bewegst. Okay, Fahrzeuge halten mehr Schaden aus. Wir sollten definitiv erstmal beim Sprinten nachladen. Das Ganze haben wir jetzt einfach mal mitgenommen. Finde ich doch schon sehr von Vorteil. Vor allem, wenn wir dann irgendwie mal wegsprinten müssen oder uns irgendwo verstecken müssen, wie auch immer. So, da haben wir einen unbekannten Ort, ein Propagandaposter. Stellt sich jetzt halt die Frage, inwiefern oder beziehungsweise wo wir jetzt weitermachen. Das ist unser aktuelles Ziel. Ich würde aber dennoch sagen, wir machen oder holen jetzt hier erstmal den Außenposten. Ganz einfach, um einfach die Karte noch ein kleines Stückchen aufzudecken und halt noch mehrere Bonis halt noch zu bekommen. Hier sind Elefanten. Können wir jetzt eigentlich schon auf den fetten Viechern hier reiten? Ich weiß gar nicht, haben wir das schon gelernt? Jawohl. So, bewegen. Boah, wie krass, wir reiten einen Elefanten, ganz ehrlich. Das ist ja mal richtig geil, vor allem man sieht auch seine Haare auf der Birne. Boah, wie wir die Karre einfach völlig auseinandernehmen. Und wir die beiden auch direkt instant getötet haben hier. Das ist ja mal richtig geil. Ganz ehrlich. Also das finde ich mit dem Elefanten schon echt nice hier. Ja, komm schon. Mal schön ordentlich sprinten hier. Wir nehmen den Elefanten jetzt einfach mal mit. Und schauen mal, ob wir den Außenposten, obwohl, nee, ich glaube, den möchte ich dann doch lieber so irgendwie erreichen. Okay, wir haben die Wache, glaube ich, da, oh, da schon raus getötet. Okay, wir haben den, unser Karma ist gerade um wenige Punkte gesunken. Um 50, glaube ich, ja, 50 waren das, glaube ich. Liefe die Royal Fracht an dem Außenposten ab, auf der die Karte markiert ist. Wo müssen wir den jetzt hinbringen?
Ja, ich habe das jetzt gerade nicht ganz so verstanden. Royale Fracht, müssen wir das dahin bringen? Oder, ich weiß jetzt nicht so recht, was wir jetzt gerade mal machen müssen. Also, wir steigen nochmal aus. So, halten zum Einsteigen. Liefere die royale Fracht an dem Außenposten ab, der auf der Karte, markiert ist. Ja, ist das jetzt das oder ist das jetzt das? Truck abliefern. Ach so. Ich markiere den Übergabepunkt auf deiner Karte. Ja gut, hat sich schon erledigt. Wir hätten einfach mal ein paar Sekunden warten sollen, dann hätten wir das Ganze auch mitgekriegt, wo wir das Ziel jetzt hinbringen müssen. Beziehungsweise den LKW hier hinbringen müssen. Mal gucken, was das Ganze jetzt gleich gibt. Am Mikrofon Rabbi Ray Rana. Ich hasse, aber das ist egal, weil Padan den einzigen Flughafen des Landes unter Verschluss hat. Hey, Rabbi, ich habe gesehen, die Flugzeuge am Flughafen starten und landen. Ja, das haben wir alle. Die sind kaum zu übersehen. Ja, top. So, den ersten haben wir jetzt. Fracht abgeliefert. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Ja, für ein neues Kürat. Ihr werdet jetzt erstmal direkt hier sterben. Du hast uns einen Truck mit hilfreicher Fracht gebracht. Gut gemacht, AJ. Wir verteilen die Vorräte an die Bedürftigen. Boah, wie er einfach mal weggeflogen ist. Ist ja mal richtig nice. So, wir sollen. Das war ja mal richtig top. So, haben wir hier irgendwo noch einen Truck in der Nähe? Okay, sieht nicht so aus. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach mal den Außenpunkt. Laufen da jetzt aber nicht mit dem Elefanten. Ja, doch, vielleicht schon. Denn wir brauchen ja erstmal ein Auto. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier die Fuzzis hier nicht von den Karren hauen. Weil sonst gibt es wieder Karma-Abzüge und das wollen wir natürlich nicht. So, weiter, weiter, weiter. Immer schön weiter sprinten hier. Egal, Alter, hier gibt es ein Hovercraft. Und da vorne ist noch ein Karma-Ereignis. Wir gucken mal, dass wir definitiv an dem Karma-Ereignis teilnehmen können. Jawohl, wir haben noch teilgenommen, haben es auch abgeschlossen. Das ist. Ja, ich stehe da schon vor dir. Alter Porno und Kohle gekriegt. Gut, in der Zeit plündern wir erst den hier noch eben ganz kurz, bis die Dame endlich mal fertig ist und uns. Ah, jetzt geht's. Jawohl. Danke. Dann direkt noch Kohle bekommen. Das ist sehr nice. Das kann sich sehen lassen. So, die restlichen Meter, die sprinten wir jetzt einfach mal noch. Einfach mal bis dorthin. Und dann schnappen wir gleich mal uns unsere Cam. Markieren natürlich wieder alle Ziele und schauen mal, inwiefern wir da ein bisschen was reißen können. Indem wir da eventuell ein bisschen durchschleichen oder sowas. Wir brauchen nur einen schönen hohen Punkt. Okay, wir müssten am besten irgendwo von außerhalb dahin. Das wäre natürlich am besten. Vielleicht von da oben irgendwo von einem Berg. Wird aber bestimmt nicht ganz einfach sein, da irgendwie hochzukommen. Du Scheiße, müssen wir auch noch hier zwischenher laufen oder was? Mal gucken, ob wir hier irgendwo wenigstens noch ein Stückchen hochkommen.
So, dann checken wir mal alles ab. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen. Okay, also von hier sehen wir schon mal definitiv nicht viel. Das ist dann ja schon mal ziemlich fail. So, da hinten sind da auch noch welche. Dann schlendern wir jetzt einfach mal mit der Cam in der Hand hier einfach mal so ein bisschen rum. So, da ist auch noch einer. Müssen wir aufpassen, dass hier nicht noch irgendwo welche sind. Irgendwelche Wachen. Ach, das war ein Elefant. Jetzt habe ich mich gerade schon ein bisschen erschrocken. So, da oben hängt nämlich auch noch einer. Okay, und was ist hier jetzt gerade los? Den Elefanten irgendwo gesehen oder sowas? Achso, wir haben... Da sind ein paar Fuzzis hier vorne vor. Krasse Scheiße, ganz ehrlich. Ich möchte jetzt erstmal den Alarm irgendwo finden. Wo ist denn der Alarm? Okay, da ist ein Tiger. Oh, hier haben wir einen Schatz. Können wir den Tiger vielleicht von hinten messern? Damit wir halt nicht... Boah, wie krass das aussieht. Der hat uns zerfleischt. Und warum? Weil ich die beschissene falsche Taste gedrückt habe. Das ist ja mal richtig ekelhaft. Okay, ich habe anstatt B, habe ich X gedrückt. Da habe ich einfach mal im Eifer des Gefechts einfach mal die falsche Taste gehämmert. Das ist natürlich sehr bitter. Vor allem jetzt müssen wir alle Ziele neu markieren. Und einfach hoffen, dass wir auch alle jetzt wieder kriegen. Oder hat der Außenposten gar keinen Alarm? Checken wir mal ganz kurz die Karte. Doch, ein Alarm hat der Außenposten. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal schauen, wo der denn sein könnte. Weil ich sehe hier aber auch nirgendwo so eine komische Tröte irgendwo. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt schon wieder hier gemacht habe. Aber irgendwas habe ich gemacht. Ich glaube, wir schleichen uns einfach von hinten rein. Okay, da haben sie uns auch gerade schon fast gesehen. Ja, das ist natürlich jetzt echt mies hier. Weil er halt schon jetzt übelste Sorte die Party abgeht. Wir können uns jetzt auch rein theoretisch eine Schützenhilfe suchen. Oder damit reinsetzen, weil es sind ja doch schon ziemlich viele Wachen. Verstärkung ist auf dem Weg. Na dann, dann lassen wir die Verstärkung mal kommen. Und wir warten jetzt einfach mal. Ich bin hier, um dir zu helfen. Boah, wie viel hält der Ficker denn aus? Ja, toll. Jetzt haben sie nämlich den Alarm gegeben. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein.